Moin, heute ein Video für ein neues Wingboard und zwar den Wing Air. Der Wing Air ist, wie der Name schon sagt, bei JP, bei den meisten Boards, die halt dann auch mit Luft gefüllt sind, ein Inflatable Board und das jetzt in dem Fall fürs Wingen. Ihr seht die Größe ganz niedlich, ein 6er, 28,5 in der Breite. Aber klar, es gibt unterschiedliche Längen, Größen. Darum geht es hier nicht, sondern schwerpunktmäßig tatsächlich darum, dass dieses Teilchen zum Aufblasen ist. Wir haben die Konstruktion hier, steht hier schön groß drauf, als Triple Layer Composite Drop Stitch. Triple Layer heißt, wer sich mit SUP ein bisschen auskennt, es gibt hier halt Schichten, die übereinander geklebt werden, drei dann in der Anzahl, damit das Ganze stabiler und steifer wird. Und auch, was sehr wichtig ist, wurde die Welded Technology angewandt, um die Oberseite mit der Unterseite über das Kantenband, nenne ich es jetzt mal, zu verbinden. Und zwar ist das nicht mit einem normalen Kleber passiert, sondern in einem Schweißverfahren. Also es wird mit heißer Luft sozusagen die Materialien zusammengeschweißt, sodass es keinen extra Materialauftrag gibt, der halt ausdünstet, so wie man das halt sonst in diesen schönen Patex-Geruch halt kennt. Also auch kein Kleber, der altern kann und auch nichts, wo halt auf einmal der Kleber zu Ende sein kann, nicht richtig abgelüftet oder ähnliches. Also eine sehr stabile, kompakte Lösung, die das Ganze auch noch wieder etwas steifer macht, weil wir jetzt ein Material in diesen Verbindungsstücken haben. Und das merkt man bei diesem Board auch. Gute SUPs im Triple-Layer-Bereich sind sowieso schon sausteif. Und natürlich dann, wenn wir jetzt hier nur ein Board in der Länge von 6 Fuß haben, ist es natürlich nochmal zusätzlich hart. Der Vorteil bei den Boards als Inflatable, klar, ist natürlich das Packmaß. Das Ding zusammengewickelt hat dann am Ende nicht mehr an Fläche sozusagen wie die harte Platte, die hier unten eingesetzt ist. Und die Stärke von dem Paket, von dem SUP-Sack, wenn man ihn so nennen darf, ist gerade mal so dick wie hier das Board jetzt auch, nämlich schlappe 10-12 cm. Wie funktioniert das Ganze, damit das überhaupt läuft? Hier im Heckbereich, man sieht es ganz schön, eine dicke Platte eingesetzt, aus einem G10-Material, eingeschweißt mit diesem Doppelslot, also diesen langen US-Box-Kästen, was dann hier auf der Unterseite eingelassen ist. Das Ganze ist auf die Unterseite aufgesetzt, in diesem harten Teil, dann festgeklebt und mit der letzten Lage, dieser Triple-Layer-Lage, überklebt, sodass es trotzdem dieses Drop-Stitch-Material dort an der Stelle stattfindet. Warum sage ich das so besonders? Weil normalerweise dort, wo halt Durchlässe sind, wo halt eine Oberseite mit einer Unterseite eine Stabilität oder ähnliches ergeben soll, nehmen wir jetzt mal die Mastfuß-Aufnahmen bei den Fanatic Boards beispielsweise oder wie bei jedem Board im Inflatable-Bereich, wo das Ventil ist, sieht man nämlich diese kleine Blase. Weil ist klar, da wo ein Ventil ist, kann kein Faden durchgehen. Deswegen gibt es das da. Gibt aber in dem Bereich natürlich etwas weniger Stabilität. Und damit das in dem Bereich nicht stattfindet, ist quasi die letzte Lage mit diesem Einleger als Doppel-US-Finbox-Kasten kombiniert und macht das Ganze dann etwas stabiler. Damit das Board trotzdem gut aus dem Wasser kommt, weil das Problem ist natürlich bei so einer PVC-Folie, ist immer so ein bisschen C-elastischeres Fahrgefühl. Beim SUP, finde ich, merkt man das extremer, wenn man da mit einem Paddelschlag beigeht. Das bremst immer so ein klein bisschen diese leicht noppige Unterwasserschiffstruktur und dann dieses Gummierte ist natürlich nicht dafür, dass es entspannt und gut losgleitet. Und meistens wird das Wasser dann halt in dem SUP, wenn wir jetzt hier diese Kante mal betrachten, umschmeichelt, bis es irgendwann den Abriss findet. Und deswegen hat JP sich hier diese sehr dominante und auch wirklich im 90 Grad, wenn nicht sogar weniger, Winkel angeklebte Kederleiste, wenn man das noch so nennen darf, das kompakte Teil hier, einfallen lassen, damit das Board dann, wenn ihr mit dem Wing drauf seid und ganz klein bisschen Fahrt aufnimmt, nicht zu sehr am Wasser festklebt. Weil wenn nämlich das Board anfängt aufzusteigen und sich das Wasser aber immer noch weiter um das Board halt rumsetzt, dann gibt es halt so eine Art Klebesaugeffekt und das wird halt nicht frei und kommt halt viel schwieriger los. Das heißt, dieser eigentliche Moment, also jetzt im Kraftsinne gesprochen, Moment, um das Wasser zu verlassen, würde sich verzögern und das Ganze halt sehr viel im Spaß dann dämpfen. Hiermit funktioniert das wirklich sehr gut. Das kann man getrost mit den einfacheren Wingboards im Hardsektor, denke ich, schon vergleichen. Trotz alledem bleiben natürlich ein paar Sachen, die
nennen wir es mal, ein leichtes Defizit haben. Das soll jetzt das Board nicht schlecht machen, bitte nicht falsch verstehen. Man muss ja immer in Verbindung halt sehen, wie viel Liter, wie viel Board habe ich halt hier und welches Packmaß habe ich am Ende, weil das, was wir jetzt hier zusammengetüdelt im Sack, ihr werdet es gleich in den kleinen Einstellungen einmal sehen, halt haben, das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr angenehm für eine neue Sportart, die so klein zusammengepackt werden kann und an jedem Ort der Welt sozusagen ausgepackt werden kann, ohne dass man dieses ewige Geschleppe halt hat. Trotzdem ein bisschen Manko natürlich bei so einer Geschichte. Man hat halt Fußschlaufenpositionen, die festgenagelt sind und dann Schlaufen, die hier mit einem Klett- und Gurtband eingesetzt werden, also haben nicht die feste Stabilität wie natürlich eine eingeschraubte Fußschlaufe. Da, wenn man die Schlaufen braucht, könnte man sicherlich im Inflatable SUP, Windsurf SUP Bereich mal ein bisschen zu den Mitbewerbern gucken. Da gibt es bei Starboard welche, die haben quasi Inserts direkt in dem Board, auch in dieser Triple Layer Version sozusagen eingesetzt, dass man mit einem richtigen Gewinde dort was reinschrauben kann, damit man eine richtige Windsurf-Schlaufe festmachen kann. Die hätte natürlich mehr Halt. Wer aber beim Wing, und dazu zähle ich ein solches Board, im entspannten Bereich unterwegs ist, also bei wenig Wind einfach nur Spaß haben möchte, ohne groß Aufwand zu betreiben, der wird sicherlich eh auf die Fußschlaufen verzichten und sich dann in dem Falle um diese Problematik gar nicht kümmern, sondern eher den Vorteil verspüren, dass die Ausschnitte in dem EVA so sind, dass du die Metallbügel gar nicht spürst und auch das kleine bisschen Gurtband hier quasi gänzlich verschwindet. Also insofern ein Strapless Board in erster Linie und in zweiter Linie aber Möglichkeiten für die Fußschlaufen gesetzt. Ja, ich freue mich total, dass wir das so früh bekommen haben, dieses Board. Das ist jetzt wirklich brandneu, wurde jetzt schon einmal Test gefahren. Ihr werdet auch von unserer Seite da noch ein paar bewegte Bilder hinterher bekommen. Aber das beides immer zu kombinieren, ist nicht immer ganz einfach. Insofern jetzt hier diese Produktvorstellung für dieses neue Teilchen. Viele Mitbewerber haben jetzt das Ganze halt auch so, dass man hier im Inflatable-Bereich das Wing-Surfen auch noch versucht mit abzugreifen. Hier, wie nochmal als Resümee schon gesagt, mit der harten Kederleiste echt ein sehr guter Ansatz und auch eine super stabile Geschichte, wo ich mir gar keine Sorgen mache, dass das nicht funktionieren kann. Auf dem Wasser hat man auch gesehen, dass es gut kommt. Und die Stabilität von dem Segel ist halt, von dem Board ist halt bisher unübertroffen, meiner Meinung nach. Ja, wer Lust hat, bleibt im Kanal. Schaut gerne, wenn die bewegten Bilder kommen. Wem es gefällt, gerne ein Like dazu. Und auch wenn ihr Lust habt, unseren Kanal gerne mal abonnieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, weil es nämlich noch weitere Videos für die Wingboards und auch von JP geben wird. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.